Seid herzlich gegrüßt, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, auf unserem Kanal Deutsch Global. Heute möchten wir euch den Unterschied zwischen als und wenn erklären. Also, zuerst die Theorie anhand dieser Tabelle. Ihr seht, wenn benutzt man für alle Zeiten, also für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Für die Vergangenheit aber nur, wenn es eine wiederholte Handlung ist. Wenn es also öfter passiert ist. Wenn die Handlung einmalig ist, müssen wir als verwenden. Und jetzt das Ganze in der Praxis. Du, Mama, wenn ich Ferien habe, möchte ich nach Australien fliegen. Das kannst du vergessen, Robert. Australien ist zu weit weg. Als ich in deinem Alter war, sind wir höchstens mal nach Italien gefahren. Wenn das nicht geht, dann möchte ich in einem Hotel in Italien Urlaub machen. Weißt du, als ich Kind war, haben wir immer Campingurlaub gemacht. Hotelurlaub war zu teuer. Wenn ich jetzt ganz brav bin, bekomme ich dann ein Eis? Als wir gestern beim Arzt waren, hat der Doktor dir doch gesagt, dass du kein Eis essen sollst. Immer wenn ich etwas will, sagst du nein. Das ist unfair. Als ich klein war, hat meine Mutter auch immer Nein gesagt, wenn ich etwas wollte. Sag, Robert, gibt es vielleicht noch etwas anderes, was du dir wünschst? Ja, wenn Papa heute Abend kommt, möchte ich mit ihm Fußball spielen. Oh, das macht er sicher, denn als ich ihn heute Morgen gefragt habe, was er am Abend machen möchte, hat er gesagt, mit Robert Fußball spielen. Juhu, dann hole ich jetzt meine Fußballsachen, so dass ich fertig bin, wenn Papa kommt. Der Wenn-Satz steht im Präsens, in der Gegenwart, also müssen wir Wenn benutzen. Wie oft war die Mutter in Roberts Alter? Einmal. Also als. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr wenn oder als benutzen sollt, stellt einfach die Frage, wie oft hat jemand das gemacht? Einmal als. Mehrere Male wenn. So, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiederlurge, Baba, Ade, macht's gut, euer Deutsch-Global-Team.